Er war ein lieber, wertvoller Mensch. Die Liebe in Person. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist er gewesen, Liebe. So urteilt Prälat Emil Kiesel, der zusammen mit Pater Engelmar in Dachau inhaftiert war. Pater Clemente Pereira, ich nehme das Wort Heiliger nicht gern in den Mund. Bei Pater Unzeitig ist es am richtigen Platz. Er war ein Heiliger. Wie Sie vielleicht wissen, liebe Schwestern und Brüder, bemüht sich unsere Gemeinschaft seit einigen Jahren, dass Pater Engelmar selig gesprochen wird, dass sein Lebensopfer noch einmal an Bedeutung gewinnt, dass sein Beispiel ein leuchtendes Zeichen werden kann in dieser zerrissenen Welt, ein Zeichen für den Frieden und für die Liebe. Wenn wir heute seinen Gedenktag, den Todestag, den 70. feiern, dann möge der Herr uns Kraft geben, zu einem tiefen Glauben und Vertrauen, unerschütterlich in die Barmherzigkeit Gottes, dass wir unseren Alltag gestalten können. Wenn wir heute gemeinsam beten, dann bitte Sie auch einzuschließen, morgen trifft sich in Rom die Theologenkommission, die über den Fall Pater Engelmar verhandeln wird. Und wir hoffen und beten, dass morgen schon ein positives Zeichen kommt. Rufen wir nun den Herrn, der unseren Mitbruder im Leben, im Leiden und im Sterben gestärkt hat, in unsere Mitte. Bitten wir ihn um Erbarmen, um Kraft und Hilfe. Herr Jesus, du menschgewordene Liebe Gottes, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du Kraft deiner Jünger, Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus, du Leben der Deinen, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen.